Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um ein kleines Fruchtgummi, das viel mehr ist als nur ein kleines Fruchtgummi. Da steckt nämlich eine ganze Geschichte dahinter, die ich euch gerne erzählen möchte und die ist zum Nachdenken. Und am Ende würde ich gerne wissen, was ihr dazu sagt. "2003 wurde unsere Firma gegründet und ich war immer schon zuständig für das Sortiment und dafür, wie die Sendungen bei unseren Kunden ankommen. Eine Sache, auf die ich ganz großen Wert gelegt hatte, war, dass ich gerne wollte, dass die Leute sich über die Sendung wirklich freuen und dass da immer irgendetwas drin ist oder das so ist, dass es einen besonderen Eindruck hinterlässt. Entschieden hatte ich mich dann für Merci Schokobonbons, weil da Merci drauf stand, was ja bekanntlichermaßen Danke heißt. Gummibärchen fand ich total doof. Und dann bin ich in die Metro gefahren und habe die dort gekauft, weil da gab es die nämlich in diesen dicken Bottichen. Auf den Preis habe ich übrigens nicht geachtet. Hätte ich einen Chef gehabt, hätte der mir wahrscheinlich den Kopf abgerissen. Das hat offenbar erreicht, was ich gerne wollte, denn es gab um diese Bonbons über die Jahre ganz viele ganz witzige Geschichten. Einmal zum Beispiel, dass Leute sich darum gezankt haben, wer jetzt das Paket auspackt, nur um der Erste zu sein, der an die Bonbons rankommt. Oder wir hatten auch solche Sachen, bestimmt mehrmals, wenn ich mich erinnere, wo Leute angerufen haben und gesagt, die Bonbons sind gar nicht im Paket. Und hinterher kam dann raus, dass die Kinder oder die Ehepartner sie gegessen hatten. Also es war wirklich schön. Und es kam auch immer wieder Mails oder Nachrichten und vielen Dank für die Bonbons und das ist ja so nett und so. Und damit wusste ich, dass es eigentlich genau das tut, was es soll. Die Mitarbeiter fanden die Bonbons übrigens auch ganz toll, was sich aufgrund einer gewissen Art von Schwund bemerkbar machte. Aber da haben wir dann auch gesagt, ach, was soll's. Doof war allerdings, dass diese Dinger im Sommer immer geschmolzen sind, was dazu führte, dass wir in den sauren Apfel beißen mussten und im Sommer doch auf Gummibärchen umsteigen mussten. Da wir aber wussten, dass unsere Kunden das nicht so gut fanden, haben wir dann immer kleine Zettelchen dazugelegt, auf denen stand, leider schmilzen unsere Merci-Bonbons, deshalb gibt es jetzt zu dieser Saison Gummibärchen, später gehen wir wieder zurück auf Merci-Bonbons. Und dann war es auch fein. Die Menge an Merci-Bonbons wurde allerdings irgendwann bedenklich. Denn zuerst waren es ein paar Dosen, dann waren es ein paar mehr Dosen, dann wurden das Paletten und dann wurden es ein paar mehr Paletten. Und ich habe dann irgendwie versucht, den Preis noch runterzukriegen, weil die Dinger waren ja fürchterlich teuer. Und ich bin kläglich gescheitert. Und ich muss dazu sagen, ich bin ein guter Einkäufer. Es war wirklich nicht zu machen. Das Ganze gekoppelt mit diesem blöden Schmilzproblem hat dann dazu geführt, dass ich dann irgendwann vor ein paar Jahren doch gesagt habe, ich mache mich jetzt nochmal auf den Weg und suche eine Alternative. Und das fand ich. Denn die Alternative war dieses Danke-Fruchtgummi, das ungefähr genauso viel kostet wie drei Merci-Bonbons. Es kam also letztlich auf das Gleiche hinaus, nur dass wir das Ganze ganzjährig nutzen konnten. Und das war richtig super. Und das lief auch wirklich gut über viele Jahre. Es kamen weiter schöne Geschichten und dieses kleine Gummi hielt für das, was es sollte, allemal. Irgendwann kamen dann aber die Beschwerden über die Plastikverpackung. Der Hersteller bot uns dann, nachdem das eine Weile lang nicht zu ändern war, eine Bioplastikfolie an und wir mussten uns dem irgendwie stellen, also haben wir das angenommen. Dazu muss ich sagen, dass ich bin absolut gegen Bioplastikfolien, denn Bioplastik lässt sich nicht recyceln. Die Kunststoffleute meckern darüber, weil dadurch der Recyclingprozess so langsam wird, weil das Zeug einfach sich nicht einschmelzen lässt. Und die anderen meckern darüber, weil das Zeug nicht brennt. Das heißt also, vom Recycling-Aspekt her ist diese Bioplastikfolie einfach nur aglump, würde ein Freund von mir sagen. Ihr hört, Klaus lacht. Das war nämlich der Freund. So. Diese normale Verpackung ist übrigens eine Monofolie. Die lässt sich zu über 90% recyceln. Ganz im Gegensatz zu den Biofolien. Wir mussten trotzdem die Biofolie nehmen, um einfach die Beschwerden loszuwerden. Und es ist ja heute so, sobald Bio draufsteht, sagt ihr, das ist alles super. Und damit waren wir das Gemecker los. Was nicht unbedingt bedeutet, dass ich es gut fand. Im Übrigen ist es mit der Biofolie obendrein auch noch teurer, was natürlich das Finanzthema auf diesem Bereich noch verstärkt hat. Wir waren also dann wieder für eine Weile die Beschwerden los. Es gab ab und zu noch so ein bisschen Rumgepupse wegen vegan und vegetarisch und so, aber da habe ich dann gesagt, jetzt reicht's. Also man muss es ja nicht essen. Die netten Geschichten gingen übrigens
trotzdem weiter. Weswegen ich gesagt habe, ach, was soll's. Wenn die meisten sich noch darüber freuen, ist es doch in Ordnung. Vor ein paar Wochen dann kam das Thema aber wieder auf meinen Tisch und zwar diesmal von einer ganz anderen Ecke. Denn mein Einkauf kam auf mich zu und sagte, Steffi, hast du mal gesehen, wie viel wir für diese Danke-Gummis bezahlen im Jahr? Dann haben sie mir die Summe auf den Tisch gelegt, die wirklich im gut fünfstelligen Bereich lag. Und dann guckten sie mich so an und sagten, bist du wirklich der Meinung, dass das sinnvoll ist? Und ich habe in der letzten Zeit eine Menge über Controlling gelernt und muss sagen, ich habe an der Stelle aufgegeben und habe gesagt, naja, also eigentlich habt ihr recht, denn Gummibärchen kosten nur ein Drittel. Der Übergang in den letzten Wochen war schleichend. Das Danke-Fruchtgummi schlich sich so langsam aus und die Gummibärtütchen schlichen sich ein. Vor ein paar Tagen dann kommt plötzlich mein Mann ins Büro und sagt zu mir, du, Jenny, seine Assistentin, ist zu mir gekommen und hat gesagt, wir haben blöde Haribo-Tüten in unseren Paketen. Das sei ja wohl nicht von mir gekommen. Und ich muss ehrlich sagen, es war mir ein bisschen peinlich. Ich habe dann zu ihm gesagt, hör mal, die kosten nur ein Drittel von den Fruchtgummis, von diesen Danke-Gummis. Und ich habe tatsächlich zugesagt, dass der Einkauf das ändern kann. Er guckte mich dann ganz ungläubig an und sagte zu mir, sag mal, bist du wirklich der Meinung, wir sollten das machen? Und habe ich gesagt, naja, hör mal, also Geld ist Geld und Finanzen sind Finanzen und die Beschwerden und so, letztlich ist es doch egal, war der Einkauf auch der Meinung. Und so, also ich versuchte mich dann irgendwie rauszureden und dann sagte er so, dann, naja gut, wenn du meinst, okay, dann lassen wir das erstmal so. Wie dem auch sei, letzten Sonntag, als ich das Video veröffentlicht hatte, kriegte ich dann einen Kommentar auf dieses Video und den möchte ich euch gerne vorlesen. Hallo Steffi, ich muss mich an dieser Stelle mal für die tollen Gläsersets bedanken und auch eine kleine Geschichte dazu erzählen. Erste Bestellung haben Nachbarn entgegengenommen. Deren kleine Tochter hat mir beim Auspacken geholfen. Zweite Bestellung genauso. Nur da hat die Kleine ewig in den Flupis rumgewühlt. Auf Nachfrage, was denn los ist, wir sind doch fertig, bekam ich folgende Antwort. Ich suche das große Gummibärchen. Ich sagte, ich habe Gläser und keine Gummibärchen gekauft. Sie, aber in dem anderen war auch eins drin. Ich habe keins gesehen. Sie, das habe ich auch gegessen. Es war aber keins drin. Beim Aufräumen fand ich es dann in der Tüte mit den Deckeln. Freude kam auf. Bei der dritten Bestellung war sie enttäuscht, weil nur normale Gummibärchen drin waren und kein Dankebärchen. Also kam gleich die Frage, wann ich wieder ein Paket bekomme, dass sie dann auch da ist und mir helfen kann. Also, ich habe erstmal genug Gläser, aber es war so süß, wie sie mir gesagt hat, dass sie das gegessen hat und ich es gar nicht bemerkt hatte. Danke für die nette Geste und die strahlenden Augen der Kleinen. Liebe Grüße, Heike. Und als ich das gelesen habe, da habe ich gedacht, um Gottes Willen, was habe ich bloß getan? Ich bin komplett zerrissen. Ich werde euch jetzt nochmal die Pros und Kontras aufzählen, die ich so sehe. Und dann würde ich mich total freuen, dass ihr mir mal eure Meinung dazu sagt. Hier ist erstmal, was dagegen spricht. Ich lerne gerade kostenbasiertes Controlling, was ich übrigens unheimlich spannend finde. Und keiner, der eine Firma hat und der bei Verstand ist, würde sagen, dass diese Kosten in irgendeiner Weise in Relation zu dem stehen, was es darstellt. Mal rein kostenmäßig gesehen. Was auch noch dagegen spricht, wenn auch nicht unbedingt vorrangig, sind diese teilweise schon Beschimpfungen wegen Plastik, vegan, vegetarisch und auch dem Zucker. Das fällt allerdings in die Kerbe von etwas anderem, was ich vielleicht auch noch erzählen möchte, so eine kleine Nebengeschichte. Als wir mit unserer Firma anfingen, haben wir über die Jahre es immer so gemacht, dass wir unseren großen Kunden und auch den ganz treuen Kunden, egal was für einen Umsatz sie hatten, Geschenke geschickt. Wir haben das immer so gemacht, dass da irgendwas mit Glas drin war, irgendwas Süßes drin war und irgendwas unglaublich Kitschiges, was wieder in dieses Ding fällt, dass ich gesagt habe, es muss einfach irgendwas Besonderes drin sein, wo die Leute sagen, boah, was soll das denn? Wir haben uns große Mühe gemacht. Also bei uns sah das Weihnachten dann immer aus wie beim Weihnachtsmann. Also das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Petra hat das immer gemacht, meine Assistentin. Also da war richtig was los. Die Pakete wurden im Akkord gepackt. Und das war jedes Jahr
auf der anderen Seite ein zwar ziemlich arbeitsames Highlight, aber doch ein Highlight. Und auch wir kriegten immer wieder kleine Aufmerksamkeiten von Lieferanten und wir haben uns immer drüber gefreut. Irgendwann so vor 10 Jahren fing es dann an, dass unsere Lieferanten zum Teil Kärtchen reintaten und sagten, wir wünschen Ihnen alles Gute zu Weihnachten. Statt Geschenke haben wir einem gemeinnützigen Verein gespendet. Ich weiß, das hat mir damals immer irgendwie so ein bisschen übel aufgestoßen, weil ich gedacht habe, die machen sich einfach die Mühe nicht. Wir zum Beispiel spenden generell unter dem Jahr und auch so, weil wir einfach der Meinung sind, dass das wichtig ist. Und ich fand es irgendwie ein bisschen blöd. Ist ja auch egal. Mit voller Überzeugung haben wir unsere Pakete weitergeschickt. Offenbar waren unsere Lieferanten ihrer Zeit voraus. Denn ungefähr vor 4 oder 5 Jahren fing es an, dass unsere Kunden zum Teil die Pakete zurückgeschickt haben, manchmal auch mit echt bösen Worten und uns vorgeworfen haben, dass wir die Natur schädigen und manchmal sogar, was uns einfällt, so einen China-Scheiß zu verschicken. Und was soll ich sagen? Seit 2 Jahren gibt es auch bei uns nur noch eine Karte. Alles Gute zu Weihnachten. Wir wünschen Ihnen frohes neues Jahr und statt Geschenke haben wir einem gemeinnützigen Verein Geld gespendet. Somit kriegt natürlich auch das Plastik, Vegane und der Zucker von dem Danke-Gummi mehr Gewichtung. Und deshalb führe ich es hier an als einen Punkt dagegen. Denn natürlich kann man sich diesen Konsum auch sparen. Kommen wir zu dem, was dafür spricht. Diese netten Geschichten wie diese Geschichte von Heike und den strahlenden Kinderaugen, die ja nur teilweise zu uns kommen, aber ja dennoch stattfinden, die sprechen dafür. Und in meiner Welt von Feen, rosa Wölkchen, Einhörnern und Regenbögen denke ich tatsächlich, dass dieser kleine Gedanke, oh wie schön, oh die haben sich Gedanken gemacht, Gummibärchen, was ja kein Bärchen ist, aber ich denke manchmal, dass dieses kleine Extra, was man kriegt, wenn man etwas im Paket hat, was man nicht erwartet, tatsächlich die Welt besser macht. Vielleicht ticke ich nicht richtig, aber ich bin tatsächlich der Meinung, das tut was. Und wenn es mal um das schnöde Geld geht, da denke ich ganz klar, dass Leute da kaufen, wo sie sich wohlfühlen. Und wenn das gar nichts kosten darf, dann wird das doch ziemlich schwierig. Besonders in so einer heutigen Welt, wo Leute meistens online bestellen und man überhaupt nicht mehr miteinander redet, wenn man Geschäfte macht. Das sind so die Pros, die ich so sehen kann. Für mich persönlich gibt es noch ein weiteres Pro, denn ich bin ja auch nicht mehr ganz die Jüngste und ich muss sagen, dass ich mit der Haltung, was die Pros betrifft, mein ganzes Leben lang besser gefahren bin. Das ist aber natürlich etwas, das, wenn man die Zahlen sieht, vielleicht nicht ganz so doll ins Gewicht fällt. Das ist aber hier die große Frage. Ich habe jetzt schon intern rumgefragt, was andere dazu sagen. Für mich ist dabei besonders wichtig die Meinung meines Mannes und die Meinung von Jana, das ist unsere Prokuristin. Ich habe, glaube ich, schon mal gesagt, dass wir zu dritt in der Geschäftsführung sind. Und ich kriegte ganz klare Mails zurück. Mein Mann hat gesagt, definitiv wieder wechseln. Und unsere Prokuristin, die ja für die Zahlen zuständig ist, hat gesagt, ich sehe zwar das Zahlenproblem, aber wenn ich es mir nochmal so angucke und auch diesen Kommentar mit in Betracht ziehe, sagt auch sie, muss ich eindeutig sagen, wir sollten wieder zu den Danke-Gummis zurückkehren. Was unsere Investoren betrifft, denke ich, dass auch die nicht dagegen sein würden, wenn ich es ihnen gut erklären kann. Aber da kommen wir zum Punkt, denn da ist die Frage, was sagt ihr dazu? Wie würdet ihr entscheiden? Nicht nur vom Gefühl her, sondern auch, wenn es euer Geld wäre. Ich bin total gespannt auf eure Kommentare. Wir werden sie alle aufmerksam lesen, denn es ist wirklich etwas, was für mich ausschlaggebend sein wird für das, was wir jetzt tun werden. Und bin auch gespannt, wie die allgemeine Haltung dazu ist. Es wird nicht möglich sein, alle Kommentare zu beantworten. Also bitte hoffentlich zufrieden sein mit Herz und Daumen hoch. Und schreibt mir. Also, bis dann und tschüss.